So, da sind wir wieder. Hallo und Huhu, wieder beim Koali und bei Secret World. Wir stehen hier vor dem Eingang des Drachengebäudes und hier habe ich gesehen, es gibt noch einen Wissensdingsteil. Das machen wir nämlich zuerst. Ist noch was über das Summen. Okay. Hallo, hallo. Hör zu, du hast uns schon früher gehört, unsere Stimmen, das Vorspiel zu einer blutigen Nase. Sieh, du hast die sonderbare Geometrie unserer Kritzeleien gesehen, erleuchtete Geheimnisse hinter der Migräne. Unsere Apokryphen sind Blutplasma eurer Mobiltelefone geschrieben. Sind mit Blutplasma eurer Mobiltelefone geschrieben? Lies uns! Ja. Hab ich ja gemacht, ne? So, dann gehen wir mal rein. So. Ziel dem erklärten Pfad folgen, okay? Ich bin Desu, der Besitzer des Wegs. Sie sind ein Drache, einer von 10.000 Regentropfen am Beginn einer Flut, die herniederbrechen wird auf die Starren und Furchtsamen. Aus der Ruhe heraus kommt große Kraft, Kraft zur Veränderung. Ich zeige es Ihnen. Dies ist ein Haus des Lernens. Niemand kommt hierher, der nicht bereit ist zu lernen. In Ihnen wohnt eine Kraft, die Kraft der Anima. Sie ist in ihrem Atem, ihrem Blut, ihrem Leben. Sie ist eine Energie, die viele begreifen wollen und kontrollieren wollen. Sie sind außergewöhnlich. Ihr Wille kann diese Anima kanalisieren, damit sie tut, was die Drachen wollen. Die geschlossene Faust, der Talisman, das Schwert, sogar das Gewehr, alle diese Werkzeuge wollen von ihnen geführt werden. Sehen Sie sich hier um, unter den Waffen des Krieges. Na los, nehmen Sie! Lernen Sie, welche Möglichkeiten Sie bieten. Das ist der Weg. Jetzt steht Ihre Veränderung bevor. Bisher war Ihr Leben umwölkt, ungewiss. Das ist vorbei. Es kommen dunkle Zeiten. Manche behaupten, sie seien schon da, mit allem, was wir verdienen. Wir trainieren sie, den dunklen Zeiten zu trotzen und sie dadurch umzuformen. Das ist der Weg. Okay, also schauen wir uns mal an, was es hier für Waffen gibt. Ich weiß natürlich schon, welche Kombo ich am Anfang spielen will, einfach weil ich auf einem gewissen Pfad am Anfang auf den... Es gibt einen Pfad, auf den ich hinarbeiten möchte. Aber wir gucken uns trotzdem mal hier so ein paar Sachen an. Hier gibt es Magiezeugs. Einmal hier Blutmagie. Und das ist Chaosmagie hier. Fangen wir mal mit Chaosmagie an. Gibt hier Schaden und Tankfähigkeiten. Geringe Reichweite und erzeugt Hass. Aufmerksamkeit ihrer Feinde erregen. Also führen Sie sie in die Irre. Finden Sie die Stärke in der Unsicherheit. Finden Sie in allem eine Waffe. Das ist der Weg des Chaos. Hört sich auch nicht schlecht an. Man kann im Prinzip in The Secret World alles machen. Also alles erlernen. Und auch dann umswitchen halt. Ne? So. Wir probieren es hier an diesen Testpuppen mal unsere Waffenfähigkeiten mal aus. Okay, wir müssen natürlich erst müssen wir sie equippen. So, hier haben wir unseren Talentbaum. Was cool an dem Spiel ist, irgendwie, dass man hier so Fähigkeiten, also so Equipment hat. Die Waffen werden abgebildet, der Rest nicht. Das heißt, man kann sich in-game auch Outfits kaufen und so und sieht dann auch sehr speziell aus. Anders als andere Spiele. Also
weil die Sachen halt nicht nur Talismänner sind und nicht wirklich abgebildet werden. So. Wir werden jetzt mal hier ein bisschen auf dieser Puppe drumherauf rumhauen. So sieht das dann aus. Ein bisschen so Kung-Fu-Style. Nicht schlecht. Jo, dann gucken wir uns mal die Blutmagie an. Ein bisschen leise. Ich muss mal eben kurz gucken. Audio. Soundeffekt habe ich ein bisschen runtergestellt. Ein bisschen Dialoge können wir ein bisschen lauter machen. Die Master-Lautstärke müssen wir da so ein bisschen halten, weil sonst hörten wir ich andere Sachen nicht. Schauen wir mal, was hier so die Blutmagie kann. Hat hier so einen Blutstachel und dann kann dem Gegner Blut abziehen. Auch ganz nice. Seht hier, die Magie bildet hier immer so Ressourcen. Und verschiedene Zauber verbrauchen Ressourcen. Der zum Beispiel verbraucht die Ressource, die baut die Ressource auf. Die Blutmagie hat jetzt noch einen extra Bonus, dass man die Verbrauchzauber auch wirken kann, wenn man gar keine Ressourcen hat und dann zaubert quasi damit Lebensenergie. Ist auch nicht schlecht. So, und Elementarismus. Keine elegante Magie, aber eine notwendige. Elementalismus unterwirft natürliche Kräfte ihrem Willen, um zu verlangsamen, zu reinigen und zu schaden. Feuer, Elektrizität, sogar der Magnetismus der Erde. Wir glauben, dass die Elemente frei und unkontrolliert wirken sollten, aber wir leben in opportunistischen Zeiten. Für den Schaden zuständig. Schauen wir mal, wie das aussieht. Schleudern. Okay, dann können wir hier noch verbrauchen mit dem Verbrennen. Nice, nice. Sehr schön. Okay, das ist die Magie. Man kann bis zu zwei Waffen ausrüsten. Hier haben wir die Fernkampfwaffen. Dann gucken wir uns mal die Pistolen an. Ausbalanciertes Paar. Ihre Vorteile sind Schaden, Beweglichkeit und Raffinesse. Sie sollten ihren Gliedmaßen in Gedanken immer eine Bewegung voraus sein. Okay, anscheinend auch für Schaden. Pistolen haben angeblich dann auch so ein bisschen so Crowd-Unterstützung, also so nicht Crowd, Gruppenunterstützungsfähigkeiten. Schon mal nice aus und so auch der, die Fähigkeiten arbeiten mit Ressourcen und zwar bauen die sich nicht wie bei der Magie für einen selber auf, sondern die Ressourcen bauen sich pro Ziel auf. Guck mal, wenn ich jetzt auf die Strohpuppe schieße, die jetzt hier so zwei Pistolen Ressourcen, die kann ich dann mit dem anderen wieder verbrauchen. So, dann sind sie wieder weg. Wenn ich jetzt die anziele und auf die schieße, hat die eine. Und hier, die hat keine. So, die bleiben aber auch auf den Zielen drauf. Das heißt, die hat jetzt eine, die hat zwei. Das heißt, man muss ein bisschen besser mit den Ressourcen haushalten bei Schusswaffen. So. Sieht aber auch geil aus von der Animation.
Dann gucken wir uns mal die Schrotflinte an. Die kennen wir schon aus dem Tutorial. Kennt man ja, ne? Schrotflinte. Ziel, ne? Und hier sieht man wieder, wird aufgebaut. Hier der Dummy hat was, der daneben natürlich auch. Der hat nichts abgekriegt, deswegen hat er noch keine Ressource. So, das sieht auch hier, wann hier kann ich hier anwenden, hier nicht. Ein starker Schuss. Nice. Okay. So, dann haben wir noch das, was wir wahrscheinlich gleich nehmen werden, nämlich hier die Assault Rifle. Hier haben wir Schaden und Heilung vor allen Dingen. Wir wollen ja einen Heiler spielen, deswegen ist das hier ganz nett mit der Heilung. Übrigens, bei Heilung gab es auch bei Blutmagie irgendwie, aber die lassen wir erstmal außen vor. Sturmgewehr. Okay, gucken wir mal. Hier haben wir Einzelschuss. Kriegen wir hier von aus der Entfernung schon einen hin? Okay, jetzt müssen wir noch näher ran. Ah ja, auf hier können wir feuern. Das ist ja mal nice hier. Guck, hast du das gesehen? Ja, okay, die können wir jetzt natürlich nicht. Ich baue jetzt auf dem hier Ressourcen auf. Jetzt kann ich hier näher rangehen. Die Ressourcen abbauen. Und die alle treffen. Das ist ja cool. Ja, das ist, gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir. Das also die das Sturmgewehr, das können wir schon mal ausrüsten. Hier. Haben Sie sich für die Waffe entschieden? Ja, möchte ich nehmen. So, jetzt kriegen wir die zugewiesen. Behalten die auch. Das Coole an dem Spiel ist, die Ressourcen bauen manchmal auch, also das Sturmgewehr kann manchmal auch Ressourcen für andere Fähigkeiten, zum Beispiel für Nahkampfwaffen oder für Magie aufbauen. Das steht dann aber mit dabei bei den Fähigkeiten. Und passive Fähigkeiten gibt es auch noch, das zeige ich euch, wenn wir die dann haben. Die könnt ihr auch benutzen, auch wenn ihr die Waffe dafür gar nicht ausgerüstet habt. So, wir fangen mal an bei den Schwertern für unsere zweite Waffe. Die Klinge ermöglicht einen Tanz von enormer Eleganz. Eine Schneide bestraft ihre Gegner, lässt sie bluten, richtet ihre Angriffe gegen sie selbst. Die andere spiegelt ihre innere Stärke wider, ermöglicht ihnen Erholung von Verletzungen. Schauen wir mal. Das ist natürlich ein Nacker. Ihr seht, der baut jetzt hier auch die Ressourcen für die für unseren anderen Angriff auf. Zusätzlich haben die hier aber auch ihre eigenen Ressourcen, die Nahkampfwaffen. Bei den Nahkampfwaffen ist ganz cool, dass man den Kampf immer beginnt mit vollen Ressourcen und die dann abbauen kann sofort. Mit hier zum Beispiel diesem. Dann ist man auf Null und muss wieder neu aufbauen. Die hier bleibt allerdings. Oder auch nicht. Müssen wir mal gucken. Haben wir schon wieder die Ressourcen aufgebaut. Und jetzt könnten wir mit dem Hieb und dann die zwei hinterher. Ja. Das heißt, mit einer Fähigkeit beide Ressourcen aufbauen und dann mit zwei verschiedenen Verbrauchfähigkeiten die wieder abbauen. Das ist ganz nett. So, zwei Ressourcen für beide Waffen mit einer Bilderfähigkeit auffüllen. Jo, machen wir mal. Und zwar mit der.
geschafft. Erneut mit einer Verbraucherkraft Ressourcen verbrauchen. Oh, haben wir geschafft. Sehr gut. Schwert ist auch ganz nice. So, wir nehmen mal den Hammer. Gucken uns den an. Der Hammer ist der reinste Ausdruck ungebändigter Kraft. Er zerschmettert Knochen und lässt die Erde beben. Doch im Kampf benötigen sie auch seine Eleganz, wenn sie den hereinbrechenden Angriffshagel blocken wollen. Okay. Hammer Time. So. Gehen wir mal auf ihn drauf. Wir starten ja mit vollen Ressourcen. Ah, cool, so ein Area-Effekt. Das müssen wir da aufbauen. Und das Ganze natürlich auch kombinieren. Ganz nett. Ja. So, aber wir werden uns entscheiden für diese Nahkampfwaffe. Die Faustwaffe beruht darauf, dass sie sich ihrem Körper bewusst machen. Die Anima spüren, die ihn durchfließt. Schlagen Sie präzise zu, mit genau bedachten Kombinationen, und lassen Sie sich und Ihre Verbündeten vom Anima-Fluss heilen. Genau, darauf kommt es an, auf die Heilung. Und, die Fäuste haben ganz viele Heilskills mit drin. Langstreckenheilung und geringe Schadensreichweite. Und schauen wir mal, wie das aussieht, wenn wir damit attackieren. Starten wir wieder hier mit vollem Zeug. Wir sind schon mal relativ nah dran. Jo, läuft. So, die nehmen wir mit. Klauen und Gewehr. Ja. Nehmen Sie das Instrument des Chaos in unserer Zeit. Der Flashmob, der Aufstand, die anonyme Quelle, die grobkörnigen Bilder der Grausamkeit. Wir bleiben in Kontakt. Jetzt nehmen wir das mal mit hier. Das Telefon. So, jetzt haben wir hier Fertigkeitenpunkte und Kraftpunkte bekommen. Fertigkeitenpunkte bekommt man seltener. Können wir jetzt hier verbauen. Auf unserem Fertigkeitsbaum. Wir haben hier Faust. Dann können wir entweder unseren Schaden immer pimpen oder unsere Heilungsskills. Also quasi Output. Genau dasselbe beim Sturmgewehr. Da wir einen Heiler spielen und wir zwei Punkte haben, gehen wir jetzt einfach mal in die Heilung. Beim Sturmgewehr auch. So. Hier unten hat man außerdem noch die Talismane, die man leveln kann. Dann bekommt halt Ausrüstungsgegenstände. Und die sind manchmal an Level gebunden. Hier Kopf, quasi Oberkörper und hier Hand, also Ringe und so ein Zeugs wäre, glaube ich, hier. Und das heißt, die muss man immer auch mitskillen. Ist ein bisschen lästig, weil man eigentlich auch ziemlich viele Punkte hier rein setzen will. Man kriegt diese Punkte halt nicht so oft wie die Kraftpunkte, die man hier sieht. Das ist das Kraftwheel. So, wir haben jetzt hier auf Fäuste geskillt und auf Sturmgewehre. Man kann alles skillen, nachher alles voll haben hier. Es gibt einen äußeren und einen inneren Bereich, man startet natürlich innen und der äußere Bereich ist zunächst gesperrt, bis man den inneren Bereich hier in einer gewissen Kategorie voll gemacht hat. So, wir haben jetzt hier Fäuste und wir gucken uns mal die Decks an. Es gibt ja schon nämlich vorgegebene Charakterklassen, mehr oder weniger, wenn man es Klassen nennen mag, sind da ja gerne richtigen Klassen. Wir wollen nämlich hier den Mönch spielen. Ihr seht schon, Fäuste und Sturmgewehr müssen wir hier skillen. Und da müssen wir in den äußeren Bereich reinkommen, weil die Skills hier benutzt werden vom äußeren Bereich.
Hier hat man ausgerüstete aktive Fähigkeiten, hier ausgerüstete passive Fähigkeiten. Wir haben momentan hier scharfe Klauen und extra Kugel als passive Fähigkeiten. Und die hier, die wir eben schon angesehen haben, als aktive Fähigkeiten. Wie gesagt, man kann auch aus fremden, also von denen, wo man die Waffen nicht ausgerüstet hat, passive Fähigkeiten benutzen. So, dann gucken wir mal, vielleicht haben wir ja irgendwas an. Hier haben wir zum Beispiel schon so ein Bild der Hämmer mit benutzt. Anfängerbild, wo auch Fäuste und Sturmgewehr drin vorkommt. Dann haben wir hier Fäuste, Blutmagie und Klingen. Fäuste, Pistolen und Klingen und Elementarismus. Okay. Fäuste, Sturmgewehr und Schrotflinte. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Der Elite-Soldat. Für unseren, also zumindest für unseren Anfang. Wohl 3 Punkte in Schrotflinte. Ist natürlich auch viel. Das ist wahrscheinlich hier eher so ein, was, welcher Skill wird hier benutzt? Ja, nur Wunden lecken. Dann haben wir den Halunken. Der braucht Chaos und Fäuste. Auspex, Blutmagie, Fäuste und Klingen. Käfigmeister, Fäuste, Klingen und Blutmagie. Polarisator, Fäuste, es ist wahrscheinlich immer nur die gleiche, immer nur Wundenlecken hier. Blutmagie, Elementarismus, Pistolen. Und der Vollstrecker. Mit Fäusten. Chaosmagie, Schrotflinte. Ich muss mal kurz hier raus. Und nochmal Einstellung. So, wir waren hier aber jetzt im Fertigkeitenrad. So, ich würde sagen, wir benutzen für den Anfang mal hier den. Welcher war es? Der Elite-Soldat. Der benutzt zwar auch nur hier den Wundenlecken-Skill, aber dann beschränken wir uns erstmal auf das Sturmgewehr. Und gucken mal, wie wir dann hier klarkommen mit Heilungsskills, die wir dann noch ergänzen können. Jo. So, wir haben aber momentan 2 Kraftpunkte zu verteilen. Und schauen doch mal, was wir denn hier haben können. Hier Wundenlecken werden wir auf jeden Fall haben brauchen. Das kostet einen. Zack, nehmen wir mit. Das macht immer, wenn Sie treffen, erhalten Sie einen einzelnen Stapel an als Heilungs-Zeiteffekt. Pro Sekunde 2 pro Stapel heilt und zwar 3 Sekunden lang. Dieser Effekt kann bis zu 4-mal gestapelt werden. Deswegen haben den auch die ganzen anderen Builds drin. Das heißt, immer wenn die einen Treffer machen, wird man geheilt. Das ist immer ganz gut. So, ist ein passiver Skill auch. Hier das Nähren ist ein Heilskill. Kostet auch nur einen, könnte man eigentlich direkt mal mitnehmen. Aber wir gucken uns nochmal die anderen Sachen an. Hier haben wir schon Feuer frei und so. Das kostet alles 2. Was können wir denn hier für einen passiven Skill? Immer wenn ein Feind stirbt und sie noch Sturmgewehrressourcen übrig haben, erhalten sie einen positiven Effekt, durch den ihr nächster Sturmgewehrressourcenbilder zusätzliche Sturmgewehrressourcen aufbaut. Das heißt mehr Ressourcen. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Scharfe Klauen haben wir alles schon. Ja. Und Anima Schuss baut eine Sturmgewehrressource auf. Einzelangriff. 39 körperlichen Schaden. Heilt ihr Defensivziel um 30. Jo. Dafür brauchen wir allerdings den hier. Das heißt, den kaufen wir direkt mal. Schadet ja auch nicht, mehr Ressourcen aufzubauen. Und sind dann raus aus dem Dojo. So, die Waffe wegpacken. Und wir reisen zurück nach Seoul.
den Kopf der Drachen finden. Suchen wir mal den Kopf der Drachen, ne? Willkommen bei den Drachen. Verzeihen Sie die rüde Behandlung. Zeit ist knapp. Wir können uns eine sanfte Landung nicht leisten. Ich bin Bong Cha. Ich bin die Stimme der Drachen. Sie reden nicht mit dem Kind. Sie reden nicht mit den Mönchen. Sie reden mit mir. Anweisungen bekommen Sie von mir. So funktioniert's. Ist das klar? Wir glauben an den freien Willen, in begrenztem Rahmen. Ich stecke diesen Rahmen für Sie ab. Und dann können Sie alleine entscheiden. Wir alle haben unsere Rolle und wir sind alle Teil des Drachen. Der Kopf, das Maul, die Klauen, das Feuer. Sogar der Staub und die Trümmer, die wir zurücklassen. Wir sind alle ein Teil der Gleichung, der Realitätsspaltung. Wir sind Agenten des Chaos und tun das Erforderliche, um die Zukunft zu formen. Wir tun, was notwendig ist. In diesem Moment bilden sich neue Systeme auf Solomon Island. Das ist so ähnlich wie beim Wetter. Ein Sturm zieht auf und Sie sind der Schmetterling. Sie müssen die Flügel bewegen, dem Ganzen ein Chaos-Element hinzufügen. Außer unseren Rivalen im Rat kommt keiner nach Solomon Island rein oder raus. Der einzige Weg führt durch Agartha und ihre Art hat dort das Wegerecht. Es gibt Vorhersagen. Modelle. Aber selbst wenn ich sie Ihnen zeige, wissen Sie nicht, wie man sie deutet. Wir wissen schon, wo sie nützlich sein können. Wo sie vielleicht stören können und Zwietracht säen. Die Templer und die Illuminaten wollen die Geheimnisse von Solomon Island lüften. Wir könnten warten, bis sie sich zerfleischen, aber es gibt Pläne. Modelle. Sie brauchen neue Daten, neue Agitatoren. Sanfte Terrorakte. Sie müssen jetzt gehen. Okay. So ein bisschen was von wir wissen alles und du darfst nichts wissen. Den Eingang nach Agartha finden. Haben wir eben schon mal vorgestanden. Glaube ich zumindest. Hier waren wir eben lang gekommen. Das Fahrradgeschäft. Da hinten gibt's Wissen. Die Drachen. Unsere Weisheit, was unter? Unsere Weisheit, sie fließt so süß, koste sie und staune. Ich werde das jetzt nicht immer alles vorlesen. Das würde sonst, glaube ich, zu lange dauern, auch wenn wir dann nachher mit den anderen zusammenspielen. Das ist ein bisschen nervig, glaube ich. So, hier gibt es nochmal neues Wissen. Nochmal das Summen. Du hast Fragmente. Überschriften kann man ja mal lesen. Du hast Fragmente unserer Grammatik in den chaotischen Mustern fliegender Vogelschwärme gesehen. So, das ist, scheint jetzt hier das Dimensionsportal zu sein. Das ist Agartha. Agartha. Hinein. Hallo? Ja? Also, das ist die hohle Erde. Agartha. Hoffentlich sind Sie nicht wegen des Nahverkehrs hier. Der ist ziemlich unpünktlich. Nach meiner Uhr jetzt genau 100 Jahre Verspätung um Viertel nach.
Aber so wie Sie aussehen, geht's eher um Weltreisen. Nun, dann sind Sie hier richtig. Diese unterirdische Welt ist, wie die britische Eisenbahn, ein Musterbeispiel an Effizienz. Agathas Wege wachsen aus dem Baum des Lebens und führen zurück zur Oberfläche. Entfernung und Zeit sind hier biegsam. Mit einem Spaziergang durchmessen sie den Globus. Natürlich ist es völlig sicher. Niemand weiß genau, wie es funktioniert. Die Forscher sind deswegen verwirrt, aber die besten Leute arbeiten daran. Die besten. Sie brauchen so etwas. Passen Sie auf. Danke. Faszinierende Geräte. Zum Glück gibt es genügend zur freien Verteilung. Das ist praktisch Ihr Anker zur hohlen Erde. Es bringt Sie blitzartig hierher. Metaphorisch als auch buchstäblich. Also dann, weiter zur Küste von New England. Wie? So. Ziemlich leer hier. Wenn wir die anderen Spieler mal ein bisschen sehen hier. Immer das Beste versuchen. So, jetzt kommt man hier noch ein bisschen Wissen. So. Bruchstücke unserer Stimmen im Phantom. Sieht schon mal lustig aus hier. Skelettanzug oder was auch immer der hat. Wusch. Yay. Noch mehr Wissen. Na? Oh, komm. So. Wir sehen dich. Es gibt kein Zurück. So, und hier werden wir jetzt hingehen nach Kingsmouth. 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 Okay. Los geht's. Kommen wir in so einen hohlen Baum aus hier. Bericht senden und haben hier unseren ersten Talisman freigeschaltet, der uns Gesundheit und Angriffswert gibt. Mal Wissen noch mehr dazu. Nochmal das Summen. So, gucken wir mal in unser Inventar. Wir haben hier unsere Agatha-Verbindung bekommen. Und wir haben Asche bekommen. Die können wir direkt mal anlegen. Zack. Und haben jetzt hier ein bisschen Buff. So. Dann lege ich mir jetzt hier schon mal eine neue Tasche an, denn es gibt keinen Verbrauchsgegenstände Platz zum Schnellcasten. Also hier kann man keine Verbrauchsgegenstände wie Heiltränke oder sowas einbauen. Deswegen mache ich mir hier eine neue Tasche, dann kann ich wenigstens da dann schnell draufdrücken. Falls wir denn mal welche finden. So. Und hier beende ich dann auch mal die Folge und beim nächsten Mal treffen wir uns dann mit den anderen und schauen mal, was uns so in Kingsmith erwartet. Bis dahin, have fun, euer Koali. Tschüss!